So, der Sonnenaufgang jetzt hier auch in 4K. Ich muss jetzt gerade noch mal die andere Kamera auspacken. Das ist ja jetzt der offizielle Sonnenaufgang. Und ich filme jetzt mal beidhändig. Das heißt, ich habe jetzt in der linken Hand die Osmo Pocket 3 und in der rechten Hand die Osmo Pocket 2. Mit der 3er filme ich jetzt in 4K und mit der 2er die normale offizielle Auflösung, so wie ich sie immer habe. 1080. So, ich halte die Kameras auch gleichermaßen konstant nebeneinander und ich möchte jetzt dann doch mal den Unterschied sehen. Ich werde also nach dem Wetter noch einen kleinen Nachtrag geben, und zwar Wetter 2 mit der Osmo Pocket 3 in 4K. So, und jetzt zoome ich mal mit beiden. So, jetzt habe ich das mal wieder ein bisschen ausgerichtet. Ihr müsst jetzt die gleiche Position haben. Also könnt ihr euch gerne dann auch mal den Unterschied ansehen und eure Meinung dazu sagen. Klar, die Auflösung ist besser, das weiß ich. Das ist ja ganz einfach bedingt durch die bessere Bildqualität, aber es dauert auch dementsprechend länger, dann hochzuladen. So, Plan B, ja, großer Anklang, gute Resonanzen, und zwar, ich bitte auch darum, wer jemand den haben möchte, die Bestellung bei der Antje aufzugeben. Wir drucken und ja, was soll ich sagen, wir drucken ja nicht jetzt so viele, und wer möchte, der sollte das schon tun. Ich bringe die den Plan B auch nicht hierher, also da werden ein paar Exemplare schon hier rüberkommen, ganz klar. Ich habe ja auch Menschen, die hier leben und die möchten den haben. Aber ich bitte doch dann zu berücksichtigen, wir drucken in Deutschland und bringen dann nicht hier rüber, dass ihr ihn wieder mitnehmt, sondern wenn es geht, dann die Bestellung bitte bei der Antje aufgeben über E-Mail, dann seid ihr mit ihr in Kontakt. Und die unterrichtet und sagt euch dann genau, wie es weitergeht. Ich habe ein Exemplar ja noch hier und habe es gestern einem Freund gezeigt, der sich auch sehr gut auskennt mit der Insel, der anhand von den Bildern dann sofort erkannt hat, wo was ist. Der hat gestaunt, der kam aus dem Staunen nicht raus, wie vielseitig oder wie genau dieser Plan B ist. Plan B heißt ja Reiseführer, Reisebegleiter oder Nachschlagewerk für die Insel Gran Canaria mit Busverbindungen, mit Tipps, mit Lokalen, mit Webseiten dabei, mit E-Mail-Adressen. So, das ist doch mal wieder ein schöner Sonnenaufgang hier. So, das Testvideo, jetzt werde ich auch dann gleich beenden hier, dann den Vergleich, das Vergleichsvideo, kein Testvideo. Drehen wir uns nochmal, damit wir auch
mal eine andere. Perspektive haben. Morgen. Und immer wieder zwischendrin gibt es kleine Beispielsvideo. Denn der Plan B, das sind ja 84 Seiten. Die kann man ja nicht auf einmal vorstellen. Und so bekommt ihr dann entweder am Ende des Videos oder mal zwischendrin ein Video, das zeigt, was der Plan B ist, was er beinhaltet. Immer anhand auch von Videos und den dazugehörigen PDF-Dateien. So, jetzt mache ich die Osmo Pocket 3 aus und werde dann sozusagen das Vergleichsvideo dann hinterher senden.